Digitalisierung ist für die Salzburger AG eines der Zukunftsthemen. Das Unternehmen entwickelt sich hin zum digitalen Technologieunternehmen. Mit der Innovation Challenge will die Salzburger AG neue Märkte eröffnen und zukunftsweisende Produkte mit spürbarem Mehrwert für die Kunden entwickeln. Die vierte Auflage der Challenge steht ganz im Zeichen von 5G, digitalen Plattformen und Smart Energy Lösungsansätzen. Die Anzahl der eingereichten Projekte von Startups war enorm. Wenn sich mehr als 300 Startups aus 65 Ländern, fast aus allen Kontinenten der Welt, bei uns, bei der Salzburger AG, für diese Innovation Challenge bewerben, dann zeigt das einerseits, wie attraktiv wir auch für Startups sind, aber umgekehrt auch, wie viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit wir haben. Zwölf Startups haben es zur Startup-Messe geschafft. Davon ziehen sechs in das Innovation Camp im Oktober ein. Eines davon ist Gridix aus München. Mit ihrer eingereichten Smart Commercial Lösung ermöglichen sie Stromanbietern ein ganzheitliches Kundenenergie-Monitoring und Management. Im Grunde genommen screenen wir eigentlich ständig nach Innovation Challenges und neuen Herausforderungen, gerade jetzt ja, für Energieversorger. Darum haben wir dann eben auch direkt online davon ja, Wind bekommen und haben uns dann direkt auch beworben. Das Unternehmen RideOn aus Israel hat es ebenfalls in das Camp geschafft. Mit ihren intelligenten Skibrillen und Helmen für Skifahrer und Snowboarder haben sie ein freihändiges, visuell interaktives Erlebnis auf dem Berg entwickelt. Augmented Reality. Mittels 5G-Technologie werden dem Benutzer wertvolle Daten direkt ins Visier projiziert. Navigiert wird mit der Bewegung des Kopfes. Du musst stehen bleiben, damit du die Musik bedienen kannst. Wenn die Buttons erscheinen, kannst du ausschalten oder was immer du möchtest. Wenn du mit den Skiern weiterfährst, wird das meiste vom Display ausgeblendet und du wirst nicht mehr gestört. Die Salzburger AG Innovation Challenge zahlt sich aus. Das beweisen die serienreifen Produkte, die aus der Challenge 2018 entstanden sind. Konkret im letzten Jahr haben wir 6 Innovationsprojekte in die Umsetzung geschickt. Davon sind 2 Projekte bereits umgesetzt. Das ist der Chatbot auf unserer Homepage und das ist das Projekt Energized, wo wir in den Schulprogrammen der Salzburger AG bei den Schulklassen eine App zur Verfügung stellen werden, um die Salzburger AG und die Geschäftsfelder der Salzburger AG besser kennenzulernen. Weiter geht es für insgesamt 6 Unternehmen im Oktober. Dann wird im 3-tägigen Innovation Camp gemeinsam mit Fachexperten der Salzburger AG an Lösungsansätzen und Prototypen gefeilt.